Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und natürlich Leute, gestern gab es einen Livestream nochmal. Vielen Dank an alle Leute, die am Start waren. Da haben wir nämlich nochmal ordentlich ein paar Packs geöffnet und so, aber dazu natürlich später mehr. Ja, es wird auch den nächsten Stream auf jeden Fall geben. Entweder am Dienstag nächste Woche oder am Mittwoch nächste Woche, 16 Uhr. Montag geht auf jeden Fall nicht, denn da habe ich einen Zahnarzttermin. Deswegen müssen wir da mal schauen. Das heißt, es könnte auch passieren, dass ich Mittwoch und Donnerstag, heißt zwei Tage in Folge, streame. Also ihr werdet dann einfach sehen, wann die Livestream-Ankündigung da ist und wann eben nicht. Und ja, genau. Also achtet einfach drauf, was in eurer Abo-Box so drin steht oder was ich hier in den Videos sage. Dann kommt ihr auch nicht zu spät und verpasst auch keinen Stream. Genau, Leute. Dann denke ich mal, gehen wir auch gleich mal hier rein in Spring Break. Vorher wahrscheinlich haben das jetzt auch schon viele mitbekommen. Ja, gestern Blamage beim Dönitz im Livestream. Mit Discord auch noch. Man hat mich wohl auch gehört. Ich habe keine Ahnung, was die anderen Leute dazu gesagt haben. Keine Ahnung. Man hat mich wohl auch vor, ich glaube, 700 Zuschauern oder so, hat man mich live im Discord auch gehört. Also wer sich gesehen hat, kann da gerne im letzten Stream, also im Stream von gestern bei Packstrader vorbeischauen. Komplette Blamage bei ihm. Komplett untergegangen. Ich bin anders im Loch gewesen. Aber gut. Das war es auch wieder komplett. Und, oh, ich kriege hier noch die 5 Traubenpunkte. Richtig, richtig nice. Die nehme ich gern mit. Ich habe auch durch den Stream gestern richtig krass noch was dazu bekommen. Ich habe 12 Traubenpunkte gezogen. Jetzt habe ich 30 Stück. Was gibt es denn heute hier überhaupt? Nachbarschaftspunkte. Und ja, Frühlingsgeschenk braucht kein Mensch. Aber Nachbarschaftspunkte nehme ich mit. Die sind gut. Und die nehme ich auch hier sehr, sehr gern mit. 100 Stück. Und hier nochmal 100 Stück. Sehr schön. Die nehme ich doch sehr, sehr gern mit. Oh, 100, Alter, sieht sehr geil aus. TOTW-Token, wie viel habe ich davon? Könnte ich mir jetzt eigentlich holen, ja. Ist die Frage, aber es lohnt sich halt überhaupt nicht. Da warte ich lieber noch was Besseres, bis irgendwie vielleicht noch was Besseres kommt oder so. So, gut, Traubenzeug kann ich jetzt hier auch aktivieren. Perfekt. Dann, Nachbarschaft, kann ich euch mal zeigen. Wir waren nämlich auch gestern im Stream, da kann ich auch hier ein bisschen so zeigen, was wir so Geiles gemacht haben. Ich kann nämlich hier bald den hier abholen. Ich könnte ihn jetzt schon abholen, aber ich warte nämlich noch. Das wird bestimmt noch ein anderes Special-Video, in dem ich das Ganze öffne. Könnt ihr euch vielleicht mal auf morgen oder übermorgen freuen. Morgen kommt aber wahrscheinlich die Nakata-Challenge. Also könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Genau, die Nakata-Challenge wird dann am Start sein. Ja, wir hatten nämlich hier diesen Sinclair gezogen. Sinclair war hier am Start. Ich gehe nämlich jetzt doch nicht auf Griezmann. Ganz einfach, ja, weil ja, Griezmann ist halt nichts mehr wert und passt auch nicht in mein Team. Warum sollte ich dann zu Griezmann gehen? Hole ich mir lieber hier die 85-Plus-Spieler und habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung auf 85-Plus oder auf hier halt 96er Pavard. Also die Chance lebt weiterhin, deswegen lasse ich das erstmal so. Dann haben wir Eiersuche auch ein bisschen was geöffnet. 2 Packs, glaube ich, waren am Start. Natürlich hier die Nachbarschaftspunkte abgeholt. War ja ganz, ganz klar. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben hier einfach noch den unteren gezogen. Wer war denn das? Der Cole. Also leider hier auch kein krasses Packluck oder so gehabt. Und SBC Packluck will ich das jetzt mal nicht nennen. Das war jetzt auch nicht so berauschend, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe hier noch ein paar Spieler gut, aber ich habe halt Carvajal war der Beste. Carvajal ist noch ein bisschen was wert. Kann man noch mal mitnehmen. Aber halt Jesus und Kostic sind halt beide nicht mehr so krass wie wert. Hier einfach um die 100k nur noch. Also, puh, bisschen belastend ist das Ganze schon. Ja, so Malone ist ja auch noch am Start. Jawohl. Also, tja, ist ein bisschen belastend das Ganze. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann alles so handhaben. Ja, des Weiteren, Leute. Es ist hier nämlich auch, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, hier ist er auch am Start. Kevin De Bruyne, 101er Packs gibt's hier. Ja, pff, was soll ich da sagen? Einmal tief durchatmen. Vielleicht hole ich mir hier ein oder zwei Packs davon, aber ich denke, wenn dann eher nur eins. Ich muss halt mal schauen, wie es noch mit dem Star Pass ist, weil es gibt ja auch einen neuen Star Pass, dies und das. Da können wir auch gleich nochmal vorbeischauen, aber ich will halt Klostermann, ne? Einen hole ich mir wahrscheinlich von Münzen. Aber Leute, 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 dieses Tempo, Junge, Junge, Junge. Der würde so geil bei mir reinpassen. Also ich habe 19 Millionen, mal schauen, wie viel er sinken wird. Ich werde dann so krass Marktanalyse betreiben, wie krass der steigen wird, wie krass wird er sinken. Ich hoffe einfach, dass ich ihn schaffen werde mit 19 Millionen Münzen, die ich gerade auf der Uhr habe. Also puh, das könnte wild werden, ganz, ganz wild. Ich gucke jetzt nämlich nochmal erstmal hier, genau, Star Pass. Das ist nämlich auch eine wilde Sache, was es hier alles so Schönes gibt. Hier gibt es einen Iheanacho. Genau, habe ich aber alles schon im Stream geguckt. Hier, im Gensusi brauche ich halt eher nicht.
und ein Unai Simon. Aber hier, der Starshop ist ja schon ziemlich wild gemacht. Auch hier haben wir ja gesehen, 2,29 € gibt es einen neuen Starpass, okay. Finde ich aber, lohnt sich nicht. Aber hier, Alter, Matthäus. Einfach Prime-Icon Matthäus. Sieht schon sehr, sehr geil aus, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich spiele nicht. Ich werde auch nicht mehr dahin kommen. Wie ich gerade einfach selbstverständlich gesagt habe, nee, ich glaube, ich spiele nicht. Ja, moin, das war's komplett. Lacroix werde ich nicht spielen. Ganz einfach halt, weil ich, Klostermann spiele. Wahrscheinlich wird auch Klostermann ein bisschen billiger sein, weil es jetzt halt auch noch Lacroix gibt. Denke ich jetzt mal ungefähr so. Und ja, Alexandro gibt es auch noch und ein Pogba. Sieht schon sehr, sehr geil aus, was es hier noch so für Karten gibt. Wir können ja jetzt schon mal nachschauen, ne? Wir können hier ja mal gucken, wie viel kostet denn der junge Klostermann hier? Hat den schon jemand durchgekauft? Safe, oder? Klostermann. Preis 99. Ja, doch, hier hat schon jemand hier haben schon ein paar Leute durchgewildet. Oha, der ist schon bei 29 Millionen. Ja, immer weiter schön ruhig sinken. Ruhig sinken, Junge. Immer weiter sinken. Das ist wild. So, können wir nochmal gucken. Für 30 Millionen geht hier einer raus. Okay. Also nicht geht raus, aber 30 Millionen ist gerade der billigste. Interessant. Ich lasse das Ganze mal so. Mal gucken, vielleicht, es dauert vielleicht nicht mehr ganz so krass lange. Dann ist der vielleicht so bei 20, na, ich weiß nicht, 18 Millionen oder so. Ich nehme gerade 21.24 Uhr auf. Das heißt, morgen früh könnte es schon wieder ganz anders aussehen. So kann man das hier auch sagen. Die ganzen Spieler muss ich noch verkaufen. Cabachal, dies, das. Aber ja, ist jetzt eher nicht so krass wichtig, würde ich mal behaupten. Es sind vielleicht, wenn man zusammenzählt, 500.000 oder so, die ich da durchbekomme. Ja, kann ich natürlich mitnehmen. Muss ich aber nicht. Das ist mein Team. Das ist mein 130er Team. Ich habe es echt geschafft hier auf 130. Ich freue mich mega. Ich habe noch ein paar Vorteils. 500. Aber ich glaube, damit kann ich mir hier nichts holen. Ne, 57 ist das nächste. Also gut, dauert noch ein bisschen. Aber das ist schon eine ganz wilde Sache. Ich habe jetzt Asensio hier 100 und so. Ich hatte nämlich, was hatte ich genau geändert? Ich überlege gerade, lul. Ich hatte einfach nur Guess plus 1 hier gemacht. Bei Vorteilspunkten, da hatte ich ein bisschen was am Start. Da konnte ich ein bisschen was ausgeben. Hier bei Bonus-Guess, genau, perfekt. Alter, jetzt kostet das 1000. Ja, moin. 1000. Eieiei. Das ist schon ziemlich heftig. Gibt es ja eigentlich noch ein Gratis-Pack, weil da gibt es ja jetzt auch 20 Vorteilspunkte. Das ist ja echt krank, was ihr hier. Okay, 4 Stunden. Also dauert noch ein bisschen, bis ich das Pack bekomme. Aber das ist schon echt wild, was hier EA eingebaut hat. Muss man schon mal sagen. Ja, Leute, also morgen gibt es auf jeden Fall die wilde Nakata-Challenge. Nakata, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Der wird dann auf jeden Fall morgen am Start sein. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir die Challenge noch nicht ganz angeschaut. Aber die wird es, denke ich mal, morgen geben. Sonntag gibt es dann das 85-Plus-Pack. Montag auch noch ein Video. Und Dienstag oder Mittwoch dann der Livestream. Könnt ihr gespannt sein. Donnerstag dann halt auch der Livestream. Ich habe jetzt einfach schon hier, keine Ahnung, warum auch immer, die ganze Woche oder die ganzen paar nächsten Tage schön durchgeplant. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und irgendwann zwischendurch wird auch noch Klostermann kommen. Das wird eine wilde Sache. Gibt es schon einen billigeren? Oi, der sinkt. 25 Millionen. Leute, let's go. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und tschüss.